So, und damit wieder ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge The Evil Within. Falls ihr euch wundert, warum es jetzt hier ein bisschen ruhiger ist als in der letzten Folge, wir haben einen anderen Speicherpunkt genommen, weil wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Seitdem wir den Typen da drinnen, hier das Monster da haben freilaufen lassen, war das Spiel für uns rigged. So, dementsprechend haben wir jetzt einen anderen Speicherpunkt genommen. Und gucken jetzt mal, wie wir hier vorankommen. Beziehungsweise wir werden jetzt Stück für Stück gucken, dass wir hier die Jungs und Mädels sneaky. Sneaky Ninja mäßig. Ja, mach ruhig. Hier, komm, schnell runter. Sneaky Ninja mäßig hier kaputt klatschen. Soweit wie wir können. Komm mal auf. Das ist jetzt unser Ziel. Ja, jawoll. Moin! Sniper Elite. Ja, nerv nicht rum. Wir nehmen jetzt hier mal hier kurz die Armbrust. Eine mächtige Harpune für die Qualarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Geil! So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Traps haben. Damit wir die Jungs und Mädels die Traps. Haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Nice. Wir haben natürlich hier keine Traps. Warum sollte es auch anders sein? Warum habe ich eigentlich Licht an? Okay, die sind jetzt alle da drin, ne? Komm mal her hier. Was? Mal kurz hier nachladen. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Ihr Missgeburten. Hallo? Laufen. Falsche Trap. Ja, mach super langsam auf, du. Ist ja auch gar nicht hektisch gerade. Moin! Run, boy, run. Alter, das ist ja... Wo kommt ihr denn alle her? Der Typ hat eine Ausdauer, ey. Der ist ja mal der Mega-Hammer. Hör mal auf hier. Ja, jetzt kommt er hier von oben. Die kommt von unten. Leckt mich doch. Leckt mich doch alle, wie ihr wollt. Okay. Okay, 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 okay. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Alter, die sind aber auch... Schaffen die sich hier hoch eigentlich? Nee, ja. Kommst du hier hoch? Nö. Aber ich habe nicht so viel Munition für euch alle. Vor allem nicht, wenn ich... Endlich. Ey, du hast jetzt hier 4 oder 5 Schuss gefressen. Alter, und dein Aim ist ja mal zum Kotzen. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Eigentlich ist es am geilsten, wenn ich mit Fallen versuche zu arbeiten. Wie zum Beispiel sowas. Ja, super, jetzt kommst du hier mal her. Du hast wieder keine Ausdauer. Mann, 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 Mann. Wo kommt der denn her?
Habe ich eigentlich noch eine Dings? Ja, habe ich. Oh Gott, zum Glück. Gibt's hier Fallen? Okay. Hier gibt's noch so einen Typen, der raus will. Ja, das hat jetzt nicht viel mit Sneaky zu tun, leider. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die irgendwie gesammelt. Allesamt. Die scheiß Tür auf. Dass wir die gesammelt irgendwie von A nach B kriegen. Ja, guck mal her. Ja, komm mal. Danke. Da ist ja noch einer. Hallo. Tschüss. Da ist noch einer. Sehr gut. Machen wir mal hier die Axt. Kann ich jetzt eigentlich mit der Axt... Fällt mir gerade mal ein. Komm her hier. Könnte ich jetzt mit der Axt eigentlich die Fick-Kandidaten hier kaputt klatschen? Das war mal nice. Das kann sie sehen lassen. Dabei ist aber meine Axt draufgegangen. Scheiße. Also die Axt hält wirklich dann nur für... ...für ein paar Sekunden. Hab ich hier sonst noch was gefunden? Oh geil, ja, richtig schön. Schön Fenster. Da ist das auch noch was. Ach, das ist die Mutti. Hallo Mutti. Ciao Mutti. Okay. Kriege ich die jetzt irgendwie wieder dazu, mir zu verfolgen? Wir waren hier hinten noch gar nicht drin, oder? Waren wir hier schon mal drin? Nein. Okay, fährt dann weg. Dim. Kommt mal hierher. Kommt mal alle mit. Ja, ja, kommt ruhig alle mit. Hallo. Misa, Misa? Ah, jetzt kommst du von da hinten. Scheiße. Genau, verpasst. Du kommst auch noch mit einem halben Gesicht hier vorbei, oder was? Ich bin doch hier. Jetzt kommst du hier auch noch da lang. Wieder nicht. Ah, warte mal, dann gehen wir mal hier hinten hin. Weil hier treffe ich euch wahrscheinlich allesamt eher. Beruhigen Sie sich mit Ihrem... diese Kondition von dem Typen, die regt mich mega auf. Hallo? Also, unser Vorhaben ist jetzt, wir warten, bis die Johnnies hier alle rüberkommen und uns sehen und uns geil finden. Hallo, ihr zwei. Interessieren uns? Sie interessieren sich gar nicht für mich. Okay. Aber wenn ihr so gar kein Interesse an mir habt.
Es gibt irgendeinen Kontrollpunkt. Warum gibt es jetzt hier diesen Kontrollpunkt? Run, boy, run. The side is here to see. Run, boy, run. Run, boy, run. Ja, ja. Kommt mir mal alle nach. Allesamt hier rein. Kannst du es hier nehmen? Dankeschön. Jetzt kommst du wieder hier rüber rein. Oh, die ist ja auch. Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Nice. Kann ich damit auch mehrere hintereinander töten? Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualarmbrust, der in die Luft geht, sobald der Gegner, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wände und sogar auf Gegner platziert werden. Noch geiler. Probieren wir doch mal gleich aus, indem wir jetzt mal hier hingehen. Kurz ins V gehen. Die Qualarmbrust aussuchen und die auf 3 legen. 3 nehmen. Das war jetzt nicht im Sinne des Betrachters, aber gut. Der war daneben. Tür auf. Ich dachte, mit dem einen Explosivgeschoss hätte ich jetzt hier die Johnny X und Y soweit getötet. Nice. Okay, langsam, langsam, aber wirklich sehr, sehr langsam wird es besser. Sodass ich mich jetzt wirklich mal in Ruhe und gemütlich darauf konzentrieren kann. Ja, wir brennen jetzt hier natürlich auch alle nieder aus Sicherheitsgründen. Damit wir endlich mal mit hier Johnny Castellanos weiter vorwärts kommen. Hier gibt es zum Beispiel noch Moonation. Moonation. So, komm mal her. Nehmen wir jetzt mal hier nochmal hier. Den nehmen wir auch noch mit. Okay. Gibt es noch was zum Verbrennen? Dann verbrennen wir die Tante auch noch. Dein Ernst? Ich hab die da gerade. Lol! Wie er mir einfach was abzieht, aber die hier einfach so stehen bleibt. Okay, Heilung. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit im großen Umfang wieder her, allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Okay. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden okay. Sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Okay. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ich würde gerne mal gucken, was da oben ist. Kann ich da oben nicht raufklettern? Doch, kann ich. Also, ich komme hier so hoch, aber... Okay, da kommen wir also nicht hin. Gut, wir werden uns jetzt mal weiter um die Jungs und Mädels hier kümmern. Um die weiteren Zombies. Kann ich eigentlich da hoch? Ja. Sehe ich mich gleich nochmal hochgehen.
Währenddessen gucken wir hier nochmal kurz rein. Wir haben hier nochmal Moonation. Was haben wir denn hier noch? Haben wir auch nochmal Ammunition. Da war noch ein Köfferchen. Ja, Boys and Girls. Schrotflinte. Diese Repartierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Ja, da sehe ich mich noch mehr. Das packen wir jetzt mal auf die 2. Den hier wiederum packen wir auf die 4. Und die Qualarmbrust packen wir dahin. Was kann ich denn noch? Kann ich eigentlich was mit der... Ich kann Bolzen herstellen! Ja, da ist doch mal da... was? Nein, ich möchte gerne Bolzen herstellen. Wie wär's damit? Achso, Steuerung, Bolzen herstellen. Noch ein Bolzen herstellen. So. Das sind die Einbolzen. Und ich kann... Explosivbolzen auch herstellen. Nice. Cool. Wie kann ich die wechseln? So kann ich die also wechseln. Okay, verstehe. Hier gibt es nochmal ein Medikit. Nice. Nice. Okay. Cool. Cool, cool und mega cool. Jetzt ist die Frage... Wenn ich jetzt hier die hier nehme, ja? Die Explosivgeschichte. Und ich klatsche die jetzt irgendwo hin. Ich jetzt nicht. Hier zum Beispiel. Wirst du weggepfeffert. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal auf die 4 gehen. Ich brauche mal ein bisschen Medicine. So. Hier, viel Spaß. Jetzt kann ich die hier wieder nehmen. Okay, 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 okay. Also, wir haben schon mal was dazugelernt. Wir haben hier ein paar Sachen gefunden. Wir haben hier, nice Scheiße. Kann ich hier eigentlich nochmal eine Medizin nehmen? Ja, Medizin kann ich nochmal nehmen. Sehr gut. Wir haben jetzt coole Sachen gefunden. Also, wir haben jetzt die Schrotti gefunden. Die Schrotflinte habe ich übrigens die schon mal durchgeladen. Nö. Die werden wir jetzt mal gleich ausprobieren. Komm her hier. Na ja, hier, komm. Burn, baby, burn. Also die Schrotflinte macht schon ordentlich Bums. Da muss ich sagen, das gefällt mir. So, dann lassen sie uns doch nochmal hier kurz schmulen, ob wir hier was Schönes finden. Nö. Oh, hier gibt's noch was Schönes. Nice. So, haben wir denn hier draußen noch irgendwelche Monster? Ah, da ist einer. Dankeschön. Ah, du brennst jetzt auch schön weg. Du hast was fallen lassen. Eine Axt. Diese nehme ich gerne. Nahkampfwaffen sind... Oh, awesome. Da oben ist ein Schlüssel. Komme ich denn jetzt daran? Habe ich jetzt hier die Axt irgendwo fallen lassen? Axt? Ah, Axt. Da, komm mal her hier. Du gehörst auch noch dazu, Freundchen. Dann kommen wir mal ein. Dankeschön. So, dann haben wir hier noch immer auf 2.
Danke. Da ist noch einer. Noch jemand fragen? Nein. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist... Ach, hier komme ich nicht rein. Aha. Hier, I don't come in there. Oh, hier ist ja auch noch wer. Komm mal rein hier. Ups. Ja. Beruhigen Sie sich. Kommen Sie hier durch. Können Sie hier reinschauen. Ja, hallo? Dankeschön. Also die Qual am Brust finde ich schon mal awesome. Die Schrotflinte noch mehr. Also die Schrotflinte und ich, wir werden beste Freunde. Sag ich hier so, wie es ist. Oh, hier haben wir ja noch was, was ich noch nicht mehr angeschaut habe. Ja, da ist ganz viel drin. So, haben wir denn hier noch was? Hier haben wir nichts weiter. So, wir gehen jetzt nämlich ganz in Ruhe. Völlig gechillt, als ob nichts sei. Als Detektiv oder Inspektor, was auch immer wir sind. Gehen wir jetzt hier Schritt für Schritt mal ein paar Sachen durch. Okay, hier können wir uns verstecken. Hier haben wir nichts weiter. Das können wir nicht kaputt machen. Der Johnny da drin ist noch gemütlich eingesperrt. Guck mal an, hier. Hello, ma'am. Ja. Haben Sie mir was fallen lassen? Wir haben nichts fallen lassen. Das ist ja auch in Ordnung. So, haben wir denn hier noch was? Hier haben wir Munition. Ach nee, Streichhölzer. Hier geht's nach da, da geht's nach dort. Das finde ich gut. Hier ist nichts weiter. Nee, das ist keine Kiste. Ja, hier ist er hier. Den lassen wir jetzt aber auch nochmal völlig unberührt. Weil ich glaube jetzt noch nicht, dass das zielführend ist, wenn ich den jetzt angreifen würde. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich mir so vorstelle. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Hier haben wir nix, leider. Hier haben wir nur den Typen. Der interessiert mich jetzt aber gerade nicht so wirklich. So, hier haben wir das. Das. Hier waren wir schon. Okay, also hier gibt's nichts weiter. Hier könnte ich... Hier will ich nicht rein. Mal ganz klar zu sagen, da möchte ich nicht rein. Dann gehen wir jetzt mal... Hier... Er denn hier? Okay. Okay. Was auch immer er da oben gemacht hat, er kam von oben herabgeflogen. So, lass mich raten, da oben ist jetzt bestimmt irgendeine Überraschung für mich. Nö. Was ist das denn? Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Nice. Also diese Qualenarmbrust ist, glaube ich, sogar, finde ich persönlich jetzt... Noch eine Nummer besser als... Was ist das hier?
Noch eine Nummer besser als die Schrotflinte. Was ist mit hier los? Ach, hier kann ich auch untersuchen? Ach so, hier kann ich mir die Umgebung anschauen, oder wie? Ah. Kann ich jetzt hier das auch machen? Nö. Nee. Der Klassiker. Man möchte eine Leiter runtergehen. Und man geht erstmal nach oben. Okay, also wir können uns hier so eine Übersicht uns anschauen und... Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Hier vorne liegt noch eine Falle. Weil die habe ich, glaube ich... Da bin ich ja reingelaufen, wie so ein Anfänger. Achso, die ist denn damit deaktiviert, okay. Auch nicht schlecht. Was habe ich denn hier? Eine Grenade! Die Stil-Handgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Was für Sachen ich hier in dem Chapter so alles finde. Ist ja mal... ja. So, okay, also wir sind jetzt hier drüben, waren wir schon überall, richtig? Ja. Hier waren wir noch nicht. Da oben gibt es auf jeden Fall noch was. Hier waren wir auch schon und da waren wir schon. Richtig? Richtig. So, wir machen uns jetzt den Spaß. Und gehen kurz... Ich möchte gerne hier noch die Munition aufnehmen. Hier sind die Schweinchens. Hier gibt es eine Bömmchen. Guck mal. Run, Boy, run. Ah, nee. Burn, Boy, burn. Er hat aber nichts liegen lassen. So, hier ist noch eine Falle. Nice. So, Kisten öffnen. Hatten wir vorhin schon mal. Öffne die Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert? Kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest? Noch mehr Munition. Laden wir mal kurz nach. Ich kann mit der Schrotflinte nur 8 Munition tragen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Okay, also wir haben jetzt hier die Kiste gefunden. Wir haben jetzt hier noch einen Gegner gehabt. Hier ist übrigens, glaube ich, auch noch eine Falle. Aber hier liegt auf jeden Fall Munition. Hey! Hello, my friend! Wiedersehen. Ja, da bin ich, ja, ne? Ich bin da ein bisschen unentspannt, was das angeht. So, hier haben wir nämlich noch grünes Glibber. Wir haben uns nämlich noch gar nicht alles angeschaut. Ja, das ist eben halt immer so das Problem, wenn man so hektisch wird und von allen... He's watching, we can't leave. Und sich von allen Sachen eben halt so ein bisschen ablenken lässt. Das ist nicht so schön. So, was haben wir denn hier oben noch? Haben wir hier oben noch schöne Sachen? Nee. Vor allen Dingen, glaube ich, waren wir ja hier oben vorhin schon mal. Aber wir gehen jetzt die Sachen eh nochmal ein paar Mal durch. Um wirklich zu schauen... Aber wie kriege ich zum Teufel, kriegen wir dieses Tor hier auf?
Ja, also wir können uns ja jetzt hier mal das Ganze in Ruhe anschauen. Ja, guck, jetzt probiert er. Was? Sagt, oh nö, passt nicht. Geht die? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Ist dein Ernst? Eine Kettensäge oder sowas? Oh man. Das heißt im Umkehrschluss, ich muss diesen Fettsack kaputt kriegen. Weil der hat ja die Kettensäge, der nimmt ja die Kettensäge nachher auf sich. Und versucht uns ja damit zu töten. Mit dieser wunderbaren Kettensäge. Okay, das heißt, wir haben aber soweit erstmal alles, wenn ich das jetzt so richtig sehe, gecleant. Right? Right. So, hier haben wir den, da waren wir auch. Was stand da jetzt noch? Was konnte ich nehmen? Ach, eine Flasche, okay. Hier waren wir auch, okay. Mach die Tür auf. Okay, da haben wir uns das Tonband angehört. Hier haben wir auch reingeschmult. Wow. Wow. Wir können durch Fenster gucken. Kann ich das hier auch? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt dahin, wo der Typ ist. Beziehungsweise, nein, wir gehen jetzt nicht dahin, wo der Typ ist. Wir gehen jetzt erstmal nochmal ganz kurz. Doch, wir gehen dahin, wo der Typ ist, weil wir müssen nochmal ganz kurz ganz nach oben. Da waren wir jetzt nämlich noch nicht. Und zwar hier die Leiter hoch. Ja, mit dir reden wir gleich. Weil hier oben sind nämlich auch nochmal zwei, drei Sachen. Dann gehen wir nämlich zurück zum Save Point. Werden unsere Stats nochmal verbessern. Währenddessen gehen wir aber hier nochmal ganz kurz auf Suche nach neuen Sachen, wie zum Beispiel das da und das da. Ey, du findest so viele Granaten auf einmal. Das finde ich schon cool. Also, Granaten haben wir jetzt noch nie ausprobiert. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie... So, warte mal, hier haben wir jetzt noch den hier. Jetzt lohnt sich nämlich auch die Teile hier zu organisieren. Klasse. Weil wir daraus dann die ganzen Bolzen machen können. So, nochmal ein bisschen Glibberzeug. Nochmal Heilung. Das ist sehr gut. Heilung ist immer gut. Nochmal Munition, die ich nicht aufnehmen kann. Wir laden mal ganz kurz durch. Wunderbar. Wow. Wow. Okay. Okay, wir wissen auf jeden Fall, hier oben gibt es noch Munition. Hier haben wir noch Streichhölzer. Die brauchen wir definitiv auch. Und da oben gab es, wenn ich mich nicht ganz täusche, nochmal einen Schlüssel. Weil wir haben jetzt den einen Schlüssel aus dem einen Bereich. Hier oben, genau, da ist nämlich noch die Statue. Hier waren wir nämlich noch nicht. Also in der letzten Folge schon, aber durch den bescheidenen Save Point, den wir da uns gebaut haben, hat uns das natürlich jetzt nicht weiter vorwärts gebracht. Also, jetzt haben wir alles soweit eingesammelt. Wir machen noch das Fässchen da hinten kaputt. Dann präparieren wir uns. Gibt's hier noch was? Nein. Hier gibt's ja auch noch was. Ah, guck mal, hier gibt's nämlich noch mal ein bisschen Geglibber. Ja, fein. Leertaste. Klatsch mal nach unten. Genau. Sensationell. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein bisschen. Okay, leider kein Geglibber. Ja, hier ist der Typ, da ist die Kettensäge. Ich sehe die Kettensäge, die brauchen wir auf jeden Fall. Also war meine Idee in der letzten Folge doch nicht so verkehrt, zu sagen, okay, bitte was. War sie doch nicht so verkehrt zu sagen, wir brauchen, oder, dass ich geglaubt habe, dass wir eben halt das Ding nur mit der Kettensäge öffnen können. So. Gut. Ja, mal hier die Tür auf. Haben wir denn hier alles durchgesucht? Ja, hier hatten wir alles durch, ne? Ja. So. Jetzt sind wir nämlich schon einige Steps weiter und sind echt gut. Ja, besorgte Typ. Wir sind eigentlich ganz gut prepared für die nächsten Steps.
Ja, mach doch nicht so langsam auf. Wir wollen zwei Schlüssel hier aktivieren. In der Hoffnung, dass vielleicht wieder grünes Geglibber... Ach ja, bei der einen wissen wir, dass hier das grüne Geglibber drin ist. Da sind ja nochmal 5000 da drin. Okay. Okay. Alter. So. Jetzt geht's los. Welche Fähigkeiten bauen wir denn jetzt aus? Also ich würde jetzt mal behaupten, auf jeden Fall Ausdauer. Weil Ausdauer ist echt miserabel. Ja, Gesundheit weiß ich noch nicht, aber Ausdauer ist der Todbringer für mich gerade aktuell. Also, Sprintdauer auf jeden Fall. Kostenpunkt 3000, komm, gönnen wir uns. Nächstes wäre 6 Sekunden, 4 Sekunden. 6 Sekunden wäre schon krasse Scheiße. So, jetzt haben wir natürlich echt viele Sachen gefunden. Wie die Schrotflinte beispielsweise. Die Schrotflinte, da würde ich ja gerne die Magazinkapazität erhöhen. Genauso wie... Eigentlich hier, aber hier kann ich gar nicht die Magazingröße erhöhen. Spannungsgeschwindigkeit. Achso, der braucht immer ein bisschen länger. Okay, er braucht eine Sekunde, um zu... Okay. Ja, die Schrotflinte ist schon geil. Die ist schon hart. Wir machen mal einmal Schrotflinte. Wir machen einmal den Schadensmultiplikator. Gehen dann zur Armbrust. Machen hier die Nachladegeschwindigkeit. Komm, wir machen die Spannungsgeschwindigkeit und die Nachladegeschwindigkeit von dem Ding. Hallo? Okay. Genau. So. Hallo, ich habe gerade gesehen, ich hätte da noch für die... Oh nein. Und wir speichern. Haben wir hier noch irgendwelche Infos? Nö. Gut. Dann speichern wir hier. In der letzten Folge haben wir uns versucht, mit einem neuen Speicherpunkt, das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt hier zurückgehen, haben wir jetzt die ganzen Zombies, beziehungsweise die ganzen Leute... Das ist halt laut jedes Mal. Die ganzen Leute geklebt. Ja? Weil. Lol, spawn ich Sachen wieder neu? Weil wir wollen jetzt ja den großen Dicken rauslocken. Und versuchen den großen. Ich sag jetzt mal, mit Explosivgeschossen würde ich das als erstes mal probieren, den gut wegzuklatschen. Ja, wir gucken. Selbstverständlich, ob jetzt hier irgendwas nachgespawnt ist. Ja, einfach um sicherzustellen, dass wir uns wirklich ausschließlich auf den Fettsack da drin konzentrieren können. Die Tür auf. Ohne irgendwie uns noch verteidigen zu müssen gegenüber den anderen Leuten. Dementsprechend haben wir ja letzte Folge alles bereinigt. Zumindest war das so, ist das so mein letzter Stand der Dinge gewesen. Das sieht auch erstmal danach aus. So, in der letzten Folge haben wir ja natürlich auch die ganzen Sachen soweit alles gelootet. Das heißt, dass wir soweit vorbereitet sind. Wir werden uns jetzt den Spaß machen und werden jetzt hier... was ist das hier? Blendbolzen? Harpunbolzen? Ach, Explosivbolzen haben wir sogar noch. Haben wir sogar noch. Okay. Wir haben noch zwei Explosivbolzen. Das heißt aber für mich im Umkehrschluss, ich müsste doch jetzt wieder einen machen können, oder? Ja, genau. So, ich bin nämlich ein Freund von haben. Ne? Aha. Munition. Ah, Munition. Weil ich würde mich jetzt schon freuen. Wenn wir jetzt ihn hier,
Warte mal, bevor ich das mache, machen wir uns mal den Spaß. Weil es heißt ja auch, dass die Explosivbolzen da liegen bleiben. Wunderbar. Kriege ich das auch hin, dass er das hier zur Leiter hin hat? Weil dann kann ich ja schon mal ein paar Traps aufbauen. Nein. Falsche Munition. Genau. So, weil jetzt, Freunde der Sonne, können wir nämlich... Nein. Ja. Jetzt können wir nämlich hier diese Sache so weit durchziehen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal rein und könnten jetzt den nochmal herstellen. Sehr gut. So. Und jetzt sollten wir bestmöglich vorbereitet sein. Genau. Warst du schon? Nice! Geil! Das ist der Assassine! Das nehme ich besser mit. Was war das denn jetzt? Ja, Trollo! Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Ja. Der hat mich jetzt... Der hat 5000 hat er mir gebracht. Scheiße. Das ist ja mal eine Menge. Ey, krass. Also die Bolzen... Es sind mega. Also ich bin ja mal ein Freund von einer Schrotflinte, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Also, gib mir eine Schrotflinte und ich hab Spaß. Aber diese, also hier diese Qualenarmbrust, ist ja mal mega nice. So, hier ist keine Falle drin. Sehr gut. Und ich kann keine Munition aufnehmen, das ist ja mal der mega, mega Shit. Aber warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Weil, jetzt macht es natürlich Sinn, hier solche Sachen mitzunehmen. Ja? Also, vorher wusste ich nicht ganz genau, wofür diese Bauteile sind, aber wenn ich daraus Bolzen bauen kann, ist das doch mal der Mega-Hammer. So, also der Assassine hat uns ordentlich Schreck eingejagt. Der Teleporter-Assassine. Ja, also er kann sich ja hier teleportieren ohne Ende. Geht das überhaupt? Also Kettensäge auf Metallkette? Ist das machbar? Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit. Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Okay, Freunde der Sonne. Wir werden natürlich jetzt das Spiel hier nicht beenden, sondern...
Sondern wir werden das einfach als kleinen Bonus-Material in die letzte Folge mit reinschneiden. Ja? Das heißt, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der heutigen Folge. Wir haben Kapitel 3 überlebt. Damit haben wir jetzt wieder ein Kapitel komplett abgeschlossen. Das Ganze kommt natürlich gesammelt mit dem Clear-Bereich, den wir gemacht haben in der letzten Folge. Beziehungsweise für euch ist es jetzt natürlich eine Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge The Evil Within. Bis dann erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around.